Aber wenn sie zu dir kam, um die Seele ihres Kindes zu leben müssen, was hast du ihnen dann gesagt? I drew upon the present. I felt the soul of the mother before me and used that to tell the child's path, to give it a voice. If only the thoughts of the mother and the emotions that lie beneath were mine to impart. I did, and so I used that as the telling of their child's future. Ich schöpfte aus der Gegenwart, ich führte die Seele der Mutter vor mir und benutzte sie, um den Weg des Kindes zu deuten, ihm eine Stimme zu geben. Wenn ich nur die Gedanken der Mutter und die darunterliegenden Gefühle mitteilen konnte, so tat ich das und benutzte sie, um die Zukunft des Kindes zu deuten. Und was, wenn die Gefühle der Mutter schmerzhaft, verletzend waren? One must guard oneself when drawing upon the thoughts of another. The pain of a mother's rage and disdain, it can be a powerful poison. Wenn man die Gedanken anderer anzapft, muss man sich selbst wappnen. Der Schmerz aus der Wut einer Mutter und ihre Verachtung, das kann ein starkes Gift sein. Klingt so, als würdest du aus Erfahrung sprechen. Yes, and I live with that weakness still. I have learned to shield myself from such edged thoughts, strip them away, and to tell a clearer picture of the child. Ja, mit dieser Schwäche lebe ich immer noch. Ich habe gelernt, mich mit solch scharfen Gedanken vor solch scharfen Gedanken abzuschirmen, sie auszuräumen und ein deutlicheres Bild des Kindes zu deuten. Also hast du ihre Gedanken geformt, damit die Deutung wahr wurde? This is my calling, to show them the life I see before them, and even greater, make them believe it. Das ist meine Berufung, ihnen das ihnen bevorstehendem Leben zu zeigen und es noch besser zu machen, sie ja daran glauben zu lassen. Das ist nicht, was wir Wächter tun. Wir formen den Verstand nicht, wir sehen ihn, wie er ist. Even the most strongly worded tells may not be enough to save a child and allow it to be born. If I have the strength to strip away the stem of a mother's spite to expose kindness, weave nurturing from disdain and neglect, then that is my calling. Aber selbst die am deutlichsten formulierten Deutungen könnten nicht ausreichen, um ein Kind zu retten und dessen Geburt zu ermöglichen. Wenn ich die Kraft besitze, die Boshaftigkeit einer Mutter zu entfernen, um ihre Güte freizulegen, aus Verachtung und Vernachlässigung mütterliche Pflege zu flechten, dann ist das meine Berufung. And with the weight of watcher behind my thoughts, these tells gain strength. Strength I never possessed on my own. They believed. And what they believed became the truth. With each child that was set upon that path, the title of Watcher became stronger. Und mit dem Gewicht von Wächter hinter meinen Gedanken erlangte diese Deutung an Stärke. Einer Stärke, die ich selbst niemals besessen hätte. Sie glaubten. Was sie glaubten, wurde wahr. Mit jedem Kind, das auf den rechten Weg gebracht wurde, gewann der Titel Wächter an Stärke. You must understand. Without such weight upon my words, many lives would have been lost. Drowned. Cast in the lake beyond the bell. Now the trail to the lake is lost and reclaimed by the forest, as was meant. A watcher was not there to look over us, but it was a watcher that saved them. And with a watcher's strength, children were born, were cared for, and grew strong. Du musst verstehen, ohne ein solches Gewicht meiner Worte wären viele Leben verloren gegangen. Ertränkt hätte man sie in den See hinter der Glocke geworfen. Jetzt ist der Weg zum See verschwunden. Der Wald hat ihn sich zurückgeholt, so wie es vorgesehen war. Dort gab es keinen Wächter, der uns überprüfte, aber sie wurden von einem Wächter gerettet und mit der Stärke eines Wächters wurden Kinder geboren, gepflegt und wuchsen zu starken Erwachsenen auf. Anscheinend waren deine Lesungen notwendig. What use is a frightened will when a spirit is at stake? Would you let the fears of a mother end her newborn's life? You felt it in the memory, the weight of it, the importance of the child's life. It was a memory we shared. Was bringt schon ein verängstigter Wille, wenn eine Seele auf dem Spiel steht? Wirst du zulassen, dass die Ängste einer Mutter das Leben ihres Neugeborenen beenden? Du hast es in der Erinnerung gespürt, das Gewicht dieser Sache, die Wichtigkeit des Lebens des Kindes, es war eine Erinnerung, die wir teilten. Haben wir diese Erinnerung miteinander geteilt oder hast du sie mir auferlegt? Und plötzlich hallt ein krächzender Schrei durch dein Bewusstsein. Sie hebt die Hand und du siehst die Glocke, die daran hängt, doch sie klingeln nicht, dass sie sich bewegten. A greater good was done, and children were saved. It is a choice you may be forced to make one day. And when faced with it, you will make the same one. Es wurde Gutes getan und Kinder wurden gerettet. Es ist eine Wahl, vor die du vielleicht eines Tages gestellt werden wirst. Und wenn es soweit ist, wirst du ebenso entscheiden.
Wenn das passiert, werde ich meine eigene Entscheidung This treffen. choice is not yours to make, Watcher. You will do as the world needs, as its children need. It is greater than you and your twist of sight. Wächter, diese Entscheidung obliegt dir nicht. Du wirst tun, was die Welt braucht, was ihre Kinder brauchen. Das ist größer als du und deine verzerrte Sicht der Dinge. Ich habe noch andere Fragen über die Geburtsglocke. Frag mich, was du willst, ich werde dir antworten, so gut ich kann. Wo befindet sie sich? Die Geburtsglocke liegt tief in den Wäldern des Dürrenwalds an den Grenzen zu den Glafantanischen Landen. Um sie herum liegt, man kann es kaum ein Dorf nennen, wenigstens keins, das man auf irgendeiner Karte finden würde. Aber dort gab es für die Einheimischen einen wichtigen Ort, selbst wenn wir weit abseits sämtlicher Pfade waren. Kleinfamilien eng verbunden wie ein Knoten, im Geiste, in Gedanken, an den Handgelenken verbunden. Alle waren willkommen, alle hatten ihre Bestimmung. Ich möchte was anderes diskutieren. Lass deinen Verstand für dich sprechen. Ich kann wieder das hier nehmen. Believed I was one, also eben, and others believed I was one. Weil ich einmal glaubte, einer zu sein, und andere glaubten es auch. Es wird kühler. Es gibt noch einen anderen Namen für jemanden mit deinen Fähigkeiten. Ich sehe das Wort Medium in deinem Verstand und ich sehe dessen Bedeutung, obwohl ich nicht in solchen Dingen ausgebildet wurde und sich der Titel mehr wie ein Mantel anfühlt, den mir die Welt umgeworfen hat, für den sie mich beurteilt. Es ist schon merkwürdig, wie ein solcher Titel definieren kann und wie er manchmal zur Quelle von Gefühlen wird, die von niemandem als den Stimmen anderer kommen. Er ist ein Fluch der Welt. Warum dachtest du, dass du ein Wächter bist? Das hatten wir schon. Weißt du etwas über die Wächter? Ich spüre, dass sie einst gezeichnet verhasst waren. Solcher Hass fühlt sich jetzt schwächer an. Ich kann es spüren. Andere Feindschaften sind wegen anderer Titel entstanden. In der Vergangenheit aber loderten sie hell. Jetzt haben sich die Feindschaften verlagert und sie können wieder auf denselben Titel fallen. Entweder auf dich oder auf mich. Ich möchte was anderes fragen. Jetzt kannst du mir über die Geburtsglocke fragen. Ja, das kennen wir schon. Ich wollte mehr über dich erfahren. Und ich über dich. Durch Fragen geben wir uns einander zu erkennen. Warum deppert dich die trauernde Mutter? Die Luft scheint einen Moment lang still zu stehen und die Zeit dehnt sich so, wie sie es vor eurem ersten Treffen tat. In ihrem Verstand bist du von Unsicherheit aus der sich langsam Fragen bilden. Die wirbeln und nicht verschmelzen. Sie bewegt sich nicht, sie scheint gelähmt zu sein, als hättest du sie in eine kalte Decke gewickelt. That is a question for you, not I. That is not my name. Although if you wish to hang the title on me, I cannot stop you. Is that what you see when your eyes fall upon me? Das ist eine Frage für dich, nicht für mich. Das ist nicht mein Name, aber wenn du mir gern den Titel anhängen möchtest, kann ich dich nicht aufhalten. Ist es das, was du siehst, wenn mich deine Augen erblicken? Also habe ich dich benannt? Als Wächter kannst du das sehen, was mir verborgen bleibt, oder aber dein Verstand formt die von mir projizierten Gedanken zu einer neuen Bedeutung. Dieser Titel birgt Wahrheit in sich, aber das ist nicht alles, was ich bin. Also warum trauerst du dran? Du musst es gefühlt haben, es gesehen haben. Es hat so viele Namen wie der Schmerz, den es erzeugt hat. Als die Worte Form annehmen, scheinen sie aus ihr herauszuströmen. Und die Welle, die in deinem Verstand trägt, ist massiv. Zu deiner Überraschung fühlst du dich, als seist du wieder vom Biawak berührt worden. Und dahinter befindet sich die Gedanken der trauernden Mutter, die wie ein Messer durch die Strömung schneiden. Über den Bauch der Welt zieht sich eine Wunde. Ein gezacktes Messer hat Stängel der Männer abgestreift und Furchen über die Leiber der Frauen geschnitten. Ich habe viel vergessen, aber ich kann die Wunden überall um mich herum spüren. Sie wird mir keine Rast, keinen Frieden gönnen. Die Kinder sind verstummt und doch können ihre Stimmen wieder Gehör finden. Sprichst du von den Hohlgeburten? Das Wort, es kommt zu einer Langsamkeit der Gedanken, als ob das Wort abgewogen akzeptiert werden würde. Du spürst, dass es für sie unnatürlich anfühlt. War mir einst unbekannt, wie so vieles, das sich der Außenwelt entfaltete. Als der Fluch über uns kam, hielt ich ihn für eine kleinere Sache, eine Sache der Gemeinden und Feuerstellen. Ihre Gedanken scheinen zu taumeln, als stünden sie auf wackeligen Beinen. Aber erst als ich ging, spürte ich, wie es sich um mich herum ausdehnte, in alle Spalten der Welt.
Kinder sind verflucht worden. Ich glaube nicht, dass es etwas war, das sie verursacht oder verdient hatten. Das, was in ihnen ist, wurde herausgerissen. Ich weiß nicht wie, aber diese Wunde muss genäht werden. Ja, wir wissen mittlerweile ja wie. Die Welt blutet zwischen den Beinen einer Frau weiter. Wird diese Blutung nicht gestillt, stirbt die Welt und kommt zum Schweigen. Kennst du die Ursache? Es gibt eine Art von Verzweiflung, eine aufwellende Angst. Du kannst ihre Gedanken fast zitternd spüren. Und du begreifst, dass sie bei dieser Angelegenheit genauso hilflos ist wie du. Und dann eine plötzliche scharfe Klarheit. Ich werde es erfahren durch dich. Deine Augen werden die Sache verfolgen, den Pfad finden und ich werde neben dir sein. Es gibt keine Wunde, die nicht geheilt werden könnte. Und wenn du wirklich eine Wächterin bist, dann sollte diese Wunde als das erkannt werden, was sie ist. Du sahst mich in meinem Versteck und die Hände, die die Welt beruhigten, auch sie wirst du sehen. Was ist, wenn es keine Heilung für sie gibt? Ich werde da sein und du wirst tun, was getan werden muss. Du bekamst deine Sehkraft, um die Welt zu beobachten und sie zu hüten. Die Kinder werden ihre Stimme zurückbekommen. Wenn dein Wille schwach ist, werde ich ihn stärken. Stütze dich auf mich. Du spürst ein Gewicht in ihren Worten, als ob ihre Hände auf deinen Schultern liegen. Du spürst, wie die Fragen in deinem Verstand ihre Schärfe verlieren und zu bloßen Worten werden, so wie ich mich auf dich stützen werde. Du wirst meine Augen sein, so wie ich deine Hände sein werde, wenn die Zeit gekommen ist. Was heißt du vom Dürrwald und den Reichen? Dieser Titel sind Markierungen auf einer Karte und sie bündeln den Verstand der Leute in gewaltsame Richtungen. Solche Dinge sind eine zerschlissene Decke, die über die Welt geworfen wurde, wo Männer und Frauen nach mehr Bedeutung als einfache Existenz streben. Wie siehst du die Welt dann? Die Welt ist ein Seelenfeld, das von mehr als Rat bestellt wird. Der Gedanke an Kulturen und Territorien betrifft mich nicht, das Sehen und die Ernte des Feldes dagegen schon. Berafs Rat ist langsamer geworden oder vielleicht gar zum Stillstand gekommen. Welche Worte, Titel, Gesetze und Klingen auch immer nicht dem Weg wegschneiden der Verletzung oder dem Heilen der Wunde gewidmet wurden, bedeuten mir kaum etwas. Ich möchte noch was anderes wissen. Ich möchte etwas anderes diskutieren, das ist alles. Wir können uns in ihrem Zimmer noch das Bett angucken. Die dicht gewebte Wirbelwolle fühlt sich weich und warm. Okay, das steht wohl dann bei allen Betten. Hinter dem Haus erstreckt sich die Wildnis des Dürrwalds. So, dann haben wir noch As die a Varias. peripatetic loner, I'm not privy to the latest news. But the Hollowborn children is a tale that has reached even my reclusive ears. Or rather, ear. Als reiselustiger Einzelgänger bin ich nicht mit den jüngsten Neuigkeiten vertraut. Die Geschichte über die hohlen geborenen Kinder aber hat selbst meine zurückgezogenen Ohren erreicht. Oder vielmehr mein Ohr. Was halten die glanfantanischen Druiden über die Ruinen von dieser It's Not? been a long time since I've spoken with my circle. They'd probably tell you what I'd tell you. This plight. Was most certainly the consequence of someone trespassing into Anguithan places, not meant for folk. I mean, what else other than the gods could inflict punishment of such impressive scale? Er schaut misstrauisch und zuckt mit den Achseln. Seit ich das letzte Mal mit meinem Zirkel gesprochen habe, ist viel Zeit vergangen. Sie würden dir wahrscheinlich dasselbe sagen wie ich, dass diese Not höchstwahrscheinlich die Konsequenz des Eindringens in inquitaische Orte ist, in denen das gemeine Volk nichts verloren hat. Warum sollten die Götter sonst eine Strafe solch beeindruckenden Ausmaßes verhängen? Das ist keine Strafe, das ist einfach nur die Machenschaften eines Verrückten und seiner dunklen Göttin. Was denkst du über die Any Hohlgeborenen? time a life is separated from its soul. I wanted to pretend it was just a rumor when I first heard of it. Als sein Blick den deinen trifft, verwandelt sich sein übliches Grinsen in ein Stirnrunzeln. Jedes Mal, wenn ein Leben von seiner Seele getrennt wird, seine Stimme verstummt allmählich, er versucht mehrmals seine Gedanken zu Ende zu bringen, bis es ihm schließlich gelingt. Als ich das erste Mal davon hörte, wollte ich so tun, als ob es nur ein Gerücht wäre. In my youth, I'd curse the dear woodens for being ignorant to spoilers that breed out of control. But soulless babies? What heartless gods would inflict that kind of tragedy? No parent or child deserves to be a part of that horror.
In meiner Jugend verfluchte ich die Dürrwälder als ignorante Plünderer, die sich ungebremst vermehren. Aber seelenlose Babys? Welche herzlosen Götter würden denn eine solche Tragödie verursachen? Kein Elternteil oder Kind hat es verdient, Teil dieses Schreckens zu sein. Lassen wir uns Need über andere something? Dinge sprechen. Brauchst du was? Frag dich mit deiner erhobenen Augenbraue. Erzähl mir etwas My über second dich. favorite subject. Mein zweitliebstes Thema, sagt er, während er sich mit dem Finger über den Kopf fährt und sein Fell What would glättet. you like to know? Was möchtest du wissen? Wie ist es dazu gekommen, dass du als Druide ausgebildet wurdest? Ivarius fasst sich an sein Ohr, das halb in Fetzen hängt, und denkt mehrere Sekunden lang darüber nach. Das war nicht ganz freiwillig, zumindest anfangs nicht. Ich wollte immer ein Jäger werden. Ich habe mein Ziel lediglich über einen anderen Weg erreicht.